Und gleich zu Beginn sammeln wir das Blümchen ein. Bin verwirrt, ich weiß nicht so genau, welche wir jetzt hatten und welche nicht. Ist das eine Höhle? Das war laut. Warum leuchtet denn das so? Ist das ein Blümchen, das um mich herum so leuchtet? Wahrscheinlich, ne? Huch! Oha! Jetzt habe ich schon gedacht, ich sterbe hier. Wieder ein umgeknickter Baum. Jetzt kann ich überhaupt zwei Blumen gleichzeitig aufheben. Oder geht das gar nicht? Ach. Okay. Da hinten ist ein Fragezeichen, da ist ein Fragezeichen. Ich weiß nicht, welche wir jetzt schon hatten und welche nicht. Keine Ahnung. Sonst nichts. Also ich kann euch sagen, ich habe keine Ahnung, wo wir sind und ich habe mich völlig verlaufen. Ich bin, glaube ich, im Kreis gerannt. Kann das sein? Nee. Bin ich nicht. Da ist ein Haus. Da ist ein Haus und da will ich hin. Och. Sag mir nicht, ich komme da nicht hin. Moment, ich muss mal hier ganz am Rand gucken. Ach, da ist wieder eins, oh. Wenn der Schnee fällt, hört die Natur zu. Ganz kurz, einen Moment. Da bin ich wieder. Ich bin ehrlich gesagt wirklich verwirrt, wo wir überhaupt sind. Ist aber egal. Kann ich an dieses Haus? Sag mir bitte, dass ich da hin kann. Da stehen Kühe. Und da sind Schneemänner. Das ist eine Scheune bloß. Hallo.
Wer kümmert sich denn um euch? Ich hoffe, da ist jemand, der sich um euch kümmert. Ich habe mich verlaufen. Ist aber nicht so schlimm. Ich gehe einfach erstmal an der Mauer lang, um zu gucken, ob wir irgendwo drüber kommen. Und dann werden wir schon irgendwie wieder zurückfinden. So, was auch noch Boden ist. Oh, da ist auch noch was. Der Winter formt unseren Charakter und bringt das Beste in uns zum Vorschein. Tatsächlich? Tim Allen. Ist das so? Mein Gott, wie schön das einfach ist, dieses Glitzern. Also, es ist einfach schön. Ich laufe mal hier lang. Hier ist ein Weg. Da hinten waren wir jetzt. Da links waren wir. Und die zwei haben uns, glaube ich, auch beide angeguckt. Guck mal, ob wir wieder zum Fluss kommen. Dann können wir das vielleicht dann doch mit dem Fluss folgen. Also mit dem... von dieser... Statue aus, dass wir dann sagen, wir gehen dann die Wege lang. Das sage ich jetzt und werde es bestimmt gleich wieder über den Haufen werfen. Na. Also kann einer sagen, was er will, es ist schon wunderschön, ja. Lauf natürlich trotzdem hier am Felsen lang, einfach weil ich gucken will. Entschuldigung, oh Gott. Das war ein Spontanhuster. Waren wir hier hinten schon? Aber wo sind wir? Hier ist der kleine... Ja, okay. Dann ist die Figur irgendwo davon. Da ist noch eine Blume. Zwei Fragezeichen haben wir gesehen. Glaube ich. Eins, zwei. Können wir alle drei Blumen erst einsammeln? Das ist die Frage, die sich mir stellt. Ja, das ist der Felsen, auf dem wir vorhin waren, glaube ich.
So. Wir haben... Ich hoffe, wir haben alles gesehen. Und wenn nicht, hoffe ich, dass wir es jetzt noch finden. Wir folgen jetzt doch mal dem Weg. So ein bisschen zumindest. Oh, ist das schön, ey. Der uns ja ganz offensichtlich richtig führen sollte. Toll, toll, toll. Da hinten waren wir auch schon. Da haben wir uns schon umgeguckt. Moment. Wir folgen dem Weg, ne? Hat sie gesagt. Es hat so viel Friedliches einfach nur. Hier hinten waren wir aber, oder? Dumm schon. Doch, da hinten waren wir. Ich kann hier nochmal kurz gucken, aber ich glaube, da waren wir ja schon. Da ist ja nichts weiter jetzt. Das ist dieser coole Felsen und das war's. Ja. Der Weg? Den Weg aus den Augen verloren. Ist das der Weg? Das ist der Weg. Oder? Ich bin mir. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ist auch egal. Wir kriegen das schon irgendwie hin. Irgendwann. Süß. Sind sie hier am Tollen? Ach, schön. Ja, ja. Lauf, kleiner Fuchs, lauf. Siehst, wir sollen geradeaus gehen, ne? Wie eine Sucht. Es ist wie eine Sucht, dass ich immer erstmal falsch laufen muss. Kommen wir hier irgendwo Spannendes hin? Irgendwo, wo wir noch nicht waren? Oh Gott. Oder endet der Weg hier dann einfach? Mir unschlüssig. Moment. Da führt es uns wieder zurück. Wenn wir jetzt hier gerade ausgegangen wären, ich laufe mal genau in der Mitte von den zwei Wegen. Hätte es uns auch hingeführt. Das bedeutet, wir müssen da lang.
Hier lang müssen wir. Nee, doch nicht. Doch. Da lang müssen wir. Okay. Toll, das ist wirklich schön. Wir rennen mal ein ganz kurzes Stück, weil ich glaube nämlich, wir wären sonst hier lang gekommen. Ja. Alle Wege führen nach Rom, heißt es immer so schön. Und hier müssen wir dann da geradeaus. Da ist noch ein Blümchen. Das ist der Weg an der Mauer lang. Ja, okay. Da kommt das Haus. Safe. When at lonely intervals, some farmers stay, urged on, with rustling runners and sharp bells. Swings by me and is gone. Or from the empty waste I hear a sound remote and clear. Okay. Schön. An diesem Häuschen waren wir vorhin schon, weil wir hier wie die Wahnsinnigen rumgerannt sind. Wir folgen weiter dem Weg, der uns links führen könnte, rechts führen könnte, aber wir gehen geradeaus. Laufen wir aber wieder in einem gemäßigten Tempo, ne? Nicht mehr so schnell. Das ist ganz angenehm. Es ist ja so scharf, kantig. So. Okay. Da hinten sind es die Füchse. Hoch, jetzt laufen wir da schnell. Sind es da hinten die Füchse, die da spielen? Hoch, da war er noch, ja. Es sind die Füchse. Okay. Da am Tollen sind. Okay. Lauf, kleiner Fuchs. Alles gut. Jetzt bin ich wieder gerannt. Ich tue dir nichts. Wir laufen jetzt da hoch. Da ist auch offen. Jetzt ist die Frage,
will ich da wirklich hin? Hier war ich nämlich vorhin schon mal und da war hier noch zu. Bin ich mir ziemlich sicher, dass ich hier vorhin schon mal war. Aber hier ist auch bloß die Blume, ne? Ja. Also, na, wie schön. Der Märchenwunderwald. Ja, jetzt hier gerade. Ich glaube, da können wir sonst nirgendwo hin. Da ist sie. Und damit haben wir sie. Und ich würde trotzdem gern mal noch. Da können wir durch. Ich würde gerne mal noch hier hinten schauen, was hier so ist. Ach so, da können wir gar nicht hoch. Okay. Und hier können wir hoch? Auch nicht hoch. Okay. Wir müssen wieder zurück. Alles klar. Gut. Musik ist teilweise zwischendurch sehr, sehr laut, damit er sehr leise. Aber das ist okay. Wenn ich jetzt hier nochmal B drücke, ist hier auch nichts mehr. Gut, dann haben wir das da. Und was da? Nichts. Okay. Gut. Dann ist da hinten eins. Ich glaube, die Fragezeichen haben wir tatsächlich alle gesehen. Bin mir aber unschlüssig tatsächlich. Jetzt weiß ich zum Beispiel auch nicht, welchen Weg wir gehen. Wir gehen mal hier lang. Mal ein bisschen langsamer, ja? Nicht so hastig. Wir haben ja Zeit. Uns drängt hier gerade gar nichts. Aber doch, er läuft jetzt wieder sehr schnell. Okay, ich komme ja nicht hoch, schade. Einmal hier rum. Aufpassen, dass wir keine kleinen Füchse erschrecken. Kommen wir wieder zu der Scheune. Da hinten ist das Fragezeichen, was wir schon gesehen haben. Und hier ist der nächste Spot. Hä? The barking of a dog or call to cattle sharply pealed, born echoing from some wayside stall or barnyard far afield. Then all is silent and the snow falls, settling soft and slow. Da kam auf einmal ein Hund ums Eck. Ich liebe Hunde. Ich liebe Katzen auch, aber ich liebe Hunde auch. Ich liebe beide. Jetzt haben wir da den Hund. Ich muss kurz hin. Hey!
Hey! Hey, Süßer! Ja, genießt die Sonnenstrahlen. Schön. Ja, ich bin ein großer Hundefreund, aber auch ein großer Katzenfreund. Ich mag tatsächlich beide Tiere gleich lieb. Ich kann mich nicht für einen entscheiden. Und wir gehen den Weg weiter. Auf zum letzten Teil des Gedichtes. Ich laufe geradeaus. Das ist die Frage, ich weiß nicht, wie lange es noch geht, aber egal wie lange es noch geht, den letzten Teil des Gedichts, vielleicht letzten Teil, ich weiß es nicht genau, hören wir in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen, macht's gut, bis zum nächsten Mal.